Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Unboxing und zwar geht es um die aktuelle Brigitte Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte Box ist eine Beauty-Abo-Box, die alle 2 Monate erscheint, so zwischen 25 und 30 Euro pro Box und also auch alle 2 Monate kostet, je nachdem welche Abo-Variante man so wählt, und sie enthält einfach coole Beauty-Schätze, sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Wir haben aber auch Food- und Lifestyle-Produkte hier mit drin und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Brigitte-Boxen-Team und für die schon sehr, sehr lange anhaltende Kooperation. Das ist echt mega cool. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Mein Outfit ist tatsächlich gar nicht auf die Box bewusst abgestimmt. Also ich war heute mit meiner Mama unterwegs gewesen. Wir waren shopping-mäßig unterwegs und haben mein Weihnachtsgeschenk von vor 1,5 Jahren eingelöst. Wahnsinn. Und Und dann kam ich nach Hause und dann stand die Brigitte-Box halt hier. Mein Freund hat sie in Empfang genommen. Und ich möchte das Schätzelein, was sehr schwer ist, jetzt mit euch zusammen auspacken. Bevor wir jetzt in das Motto der Box einsteigen, lagen quasi neben der Box im Karton 2 Produkte. Einmal haben wir immer eine Zeitschrift mit dabei. Das ist in dem Fall die Brigitte Woman, die jetzt 20 Jahre alt geworden ist und in Deutschland 4 Euro kostet. Das ist dieses Magazin. Manche Boxen haben ja noch Printmagazine drin, es sind nur noch wenige. Und die Brigitte gehört halt da mit hinzu. Das finde ich cool, ehrlich gesagt. Tatsächlich schlage ich die Seite auf und sehe hier direkt schon ziemlich viele coole Produkte drin. Also wir haben hier Fashion-Produkte drin, Beauty-Produkte. Da findest du halt auch einfach mal so die neuesten Trends. Und genau diesen Blush habe ich mir letztens erst bestellt. Und Okay, ne? Wir wollen nicht länger schnacken. Wir wollen gucken, was drin ist. Hier habe ich noch was zu trinken drin gehabt, was ich cool finde. Denn heute habe ich jetzt nicht allzu viel getrunken. Und das kann ich gut gebrauchen. Das ist Vitamin Well Defense, Vitamin C und D und Zink mit Zitronen-Holunderblütengeschmack. Das finde ich total klasse. Das kenne ich gar nicht. 500 Milliliter sind hier drin. Ne? Also so ein Getränk kannte ich noch gar nicht. Und ich mag das gerne, einfach mal so neue Getränke auszuprobieren, neue Snacks auszuprobieren. Und dann sage ich einfach mal Prost. Oh, ich liebe Holunderblüte als Geschmack in Getränken tatsächlich. Mega. Echt lecker. Einfach mal weggezogen, aber Leute, ich habe heute echt viel Kilometer gemacht. Also wenn meine Mom und ich shoppen gehen, dann, wir mussten eine Weile fahren, sind zu einem Outlet gefahren, nach Ochtrup. Da gibt es irgendwie so ein Dorf quasi. Mega cool, kann ich empfehlen. Ich habe vergessen, einen Post auf Insta darüber zu machen zum Beispiel. Also zum Beispiel ist gut. Ich wollte einen Post eigentlich machen und da zeigen, was wir so machen und euch mitnehmen. Aber ich habe es irgendwie vergessen, weil wir so viel am Quatschen waren. Ich heiße AI, Dwight P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich hoffe, nächstes Mal vergesse ich das nicht. War super witzig. Echt. War cool. Ja, schaut da auf jeden Fall auch mal gerne vorbei. War sehr cool da. Hat Spaß gemacht. Und es war lecker. Ohne Kohlensäure. Das mag ich auch immer ganz gerne. Ich mag es einfach. Also die Brigitte Box kommt immer in diesem Design daher und halt immer in einer anderen Farbe. Theoretisch müsste man die alle aufbewahren und mal so nebeneinander an die Wand packen. Ne? Das wäre schon ziemlich cool. Wenn man den Deckel entfernt, boah, ist die schwer, hat man hier ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen zusammengehalten wird, was ich einmal öffnen kann. So verrutschen die Produkte nicht so in der Box. Das ist immer ganz cool. Und hier haben wir ein Klebi, was ich einmal öffnen werde. Ich halte mal kurz meine Nase an die Box. Ich rieche aber nichts. Manchmal hat man hier ja so duftende Seifen oder sowas mit dabei. Und neben dem Gutscheinheft haben wir hier auch noch das Brigitte Magazin mit drin. Da sind die Produkte beschrieben, die Preise und so weiter. Und wow, hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Und hier sehe ich schon was ganz, ganz Cooles. Und viele große Produkte. Boah, ich freue mich wie Bolle. Ich gucke mal schnell. Natur pur ist hier das Motto. Okay, das ist die 5. in diesem Jahr. Okay, haben Sie den Begriff Waldbaden schon mal gehört?
Ja, tatsächlich. Immer wenn ich mit Sammy spazieren gehe, merke ich das richtig. Ich gehe dann quasi durch den Wald und ich atme diese Luft ein und ich genieße einfach diese Natur. Ne? Also ich wohne ja auf dem Land, aber trotzdem, das ist so Natur pur. Und diese Düfte, diese Geräusche, diese gedämpften Geräusche generell, ne? Wenn man auch so über den Waldboden geht. Ich mag es total gerne zu hören, wie Sammys Pfoten darüber tappeln und so. Und ich mag es einfach gerne. Unter Waldbaden versteht man den sanften und ruhigen Aufenthalt im Wald, um Ruhe und Entspannung zu finden. Man taucht ab in den Wald, riecht, hört und fühlt die Natur. Der Unterschied zum Waldspaziergang ist, dass man langsamer und ohne Ziel unterwegs ist. Ja gut, das haben wir beim Spazierengehen schon, nämlich dass er mir ein Haufi macht. Man lässt sich treiben und gibt sich der Ruhe hin. Ziel ist es, erholt und fokussiert zurück in den Alltag zu kommen. Jo. Versuchen Sie es doch gleich mal. Und wenn Sie schon im Wald sind, dann können Sie jetzt im Herbst nach leckeren Pilzen Ausschau halten. Da habe ich persönlich ein bisschen Angst vor. Ich sehe natürlich, dass dieses Jahr enorm viele Pilze sprießen. Und meine Oma, glaube ich, mütterlicherseits, war auch eine Pilzsammlerin. Ich könnte die aber nicht so auseinanderhalten. Tipps zum Sammeln sowie ein tolles Rezept mit Waldpilzen finden Sie in diesem Booklet. Ach guck, diesen Relax-Moment im Wald können Sie mit den tollen Produkten aus der Brigitte-Box Nummer 5 zu Hause noch verlängern. Die Box steht dieses Mal unter dem Motto Natur pur. In ihr finden Sie Produkte, die von der Natur inspiriert sind. Zertifizierte Naturkosmetik und Lieblinge aus der Green Beauty Welt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Auspacken, Testen und Entdecken. Ihr Brigitte Box Team. Finde ich total cool. Kommt tatsächlich mir sehr gelegen. Ich mag das tatsächlich sehr gerne. Ja. Denn ich bin ein Naturbursche. Ich schmink mich, ja, ich habe hier einen Beauty-Channel, ja, ich habe hier diesen Raum voller Technik und voller, wie nennt man das, kommerziellen Geschichten. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch ein sehr naturverbundener Mensch und ja, genieße das auch. Okay, so, wir starten mit dem ersten Produkt, was mir eben schon in die Hände gefallen ist. Und meine Herren, ist dieses Intro lang, aber Leute, hier sind Timestamps. Falls ich euch zu viel quatsche, hätte ich wahrscheinlich am Anfang schon sagen sollen. Könnt ihr einfach weiterhüpfen, ne? Mudmaski Mineral Infused Double Cleansing Mask 3-in-1 Formula Deep Cleansing, Pore Refining, Restoring, Nourishing und Hydrating 75 ml. Und Mudmaski ist eine Marke, die aus Holland kommt und oder aus den Niederlanden und mega. Finde ich richtig, richtig cool. Da hatte ich schon so eine Augenviech-Geschichte da. Ich hatte was für die Haare und ich glaube, dieses hier hatte ich auch schon da. Ich glaube, das ist dieses, wo du nur eben kurz das hatte ich noch nicht da. Make-up entfernen, dann dein Gesicht waschen und dann machst du das auf dein Gesicht und dann lässt du das ein bisschen drauf und dann nimmst es runter. Ja, aber mit kaltem Wasser. Ja, läuft auf jeden Fall. Finde ich cool und werde ich mal ausprobieren. Ja, ist bestimmt teuer, ne? 50 Euro, 40 Euro, krass. Freut mich aber tatsächlich. So, dann habe ich hier das nächste Produkt. Von John und Len, Repair Conditioner für trockenes und geschädigtes Haar. Das kommt mir sehr gelegen. Mit Panthenol und Keratin, ohne Gedöns und vegan. Und das dürfte eine Full-Size sein mit 230 ml. Ich finde, Conditioner oder Spülung ist etwas, was wir sehr selten in Beautyboxen drin haben. Und deswegen habe ich auch gar nicht so viel davon in meinem Backup. Also ich müsste vielleicht drei kleine Tübchen oder so noch haben und finde ich geil, finde ich klasse. Und ich habe mir auch den Jean and Len Adventskalender bestellt. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe gesehen, heute hat Nicole Chiquitas Place das Unboxing hochgeladen und hoffe, dass meiner dann auch jetzt in den nächsten Tagen eintrifft. Und dann bin ich ganz gespannt, was dann drin sein wird. Ja, finde ich cool, freue ich mich drüber. Echt, reparieren für die Haare kann ich gebrauchen, keine Frage. Oh mein Gott. Und hier haben wir dann eine Bodylotion, eine feuchtigkeitsspendende Bodylotion Soft Wild Rose von Urtekram mit dabei. 245 ml. Was sind das für witzige Inhaltsmengen, oder? Also Rose ist voll mein Ding. Ich habe letztens erst diese hier, also wirklich, ne, von Urtekram, die Bodylotion? Aber auch in der Duftrichtung und auch von der Marke an meine Stiefmama verschenkt zum Geburtstag. Das finde ich witzig. Und jetzt habe ich hier nochmal ein Backup. Finde ich echt cool. Ich mag Rose. Ja, und das riecht auch sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Runterkommen, Claudi. Du drehst hier gerade ein Video. Es gucken dir ein paar Leute zu. Du solltest vielleicht mal so ein bisschen die Gedanken deiner Rübe. Ich hatte einfach einen so schönen Tag, Leute. Es war so fantastisch. Also Mom, falls du dieses Video schaust,
Das war so toll. Es hat mir echt Spaß gemacht. Die ist genauso verrückt wie ich. Irgendwann kriege ich sie noch dazu und dann drehen wir wirklich zusammen ein Video. Die saß schon mal neben mir, als ich Unboxings gemacht habe und hat sich beömmelt, hat neben mir irgendwelche SMS bekommen und so weiter. Ne? Die ist hier halb vom Stuhl gefallen vor lauter Lachen. Aber sie hat noch nie, also sie saß noch nie mit mir vor der Kamera. Irgendwann kriege ich meine Familie noch dazu. Okay, auf jeden Fall habe ich hier jetzt das nächste Produkt und zwar ist es von Be Natural, den Beeswax Lip Balm in der Geruchsrichtung oder Geschmacksrichtung Mango. Und das ist ein natürlicher Lippenbalsam. Ja, also die Marken, ne, und die Produkte, das kommt mir auch alles sehr natürlich vor. Das sind sinnvolle Produkte. Das gefällt mir bislang auch echt gut. Ne? Wir haben was zum Reinigen, wir haben was zum Haarekram, wir haben was zum Körperkram, wir haben was für die Lippen. Doch, doch, doch. Sehr cool. Oh mein Gott, und ich sehe hier noch so viel mehr. Was ist das? Die wilde Hilde was? Herbaria, Salatgewürz Wilde Hilde, ernsthaft, das ist so ulkig. Bio-Feinschmecker Deutschland, Würzmischung für Salate der neuen deutschen Küche, anregend für alle 5 Geschmackssinne. Süß, salzig, sauer, bitter und scharf. Okay, das ist interessant. Und das haben die wohl einfach mal so in Kooperation zusammen entwickelt. Sehr interessant. Mit einem Esslöffel kochendem Wasser mischen, einen Esslöffel Weißwein oder Apfelessig und 2 Esslöffel Sonnenblumenöl oder Rapsöl hinzufügen und dann hast du ein Dressing. Das finde ich interessant. Also wirklich, ja? Das gefällt mir. Und das soll, okay, bin ich gespannt. Kann ich jetzt natürlich schlecht verkosten, weil sowas pur zu essen ist echt eine Mutprobe, Leute. Ja, 2 Gramm sind hier drin. Wow. Reicht aber dann definitiv für einen Salat, ne? Das meine ich auch hier mit ein bisschen Food-Produkte. Das gefällt mir. Dann haben wir etwas hierbei von Biodo wahrscheinlich. Backöl Exquisit mit feiner Marzipannote. Auch das wurde in Kooperation mit Brigitte hergestellt. Hier steht Gratisprobe drauf. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich koche, ja, schon, ne? Aber ich bin wirklich alles andere als eine Backfee. Ne? Bin ich nicht so der Held drin. Aber vielleicht kann man das verwenden, um das halt für dieses Rezept mit Waldpilzen zu verwenden. Gegebenenfalls geht das dann, ne? Muss ich mal gucken. Aber dafür müsste ich auch noch Pilze sammeln gehen. Ihr wisst Bescheid. Ich bin keine Backfee. Aber ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht doch nochmal verwende. Okay, dann habe ich hier etwas drin. Das ist ein Parfum und das habe ich auch schon da. Das finde ich klasse. Juniper Lane Amber Mood. 100% natürlichen Ursprungs. Ein Eau de Parfum mit 50 Millilitern. Mega. Das, was ich habe, wird auf jeden Fall in meine Full-Face Beauty-Box mit reinwandern, denn am Ende jeden Monat sammle ich die Produkte zusammen, die ich in Beauty-Boxen drin hatte und mache daraus ein Schminki. Das habe ich letztens erst für den August gemacht, kann ich hier oben mal verlinken. Und das macht immer super viel Spaß, weil es sind halt so zusammengewürfelte Produkte und dann bin ich immer ganz überrascht über das Endresultat. Und hier haben wir Amber, Vanille und Sandelholz quasi als Duftrichtung. Und das finde ich total cool. Ne? Das ist ein etwas schwererer Duft, aber auch leicht süßlich. Deswegen, ich mag den Duft sehr gerne und der passt jetzt auch zum kommenden Herbst. Deswegen kommt das ganz gut. Wobei ich muss sagen, ich bin heute wirklich auch in einem Kleid, das ist ein Kleid, was ich anhabe, ne, rumgelaufen, weil es super warm war. Wir hatten es irgendwie 18 Grad oder so. Und wenn du dann von Geschäft zu Geschäft gehst und dann dich ständig umziehst und so, easy, richtig cool. Full Face Beauty Boxen ist schon mal versorgt. Sehr cool. Von Herbiology, Meno Balance Hair Thickening and Scalp Soothing, Vitamin B3 und weißer Tee für dünner werdendes Haar und trockene Kopfhaut, Ansatz- und Kopfhautpflegeserum. Das finde ich mega, denn ich habe mir letztens auch mal so Fotos angeguckt von mir von damals und ich muss sagen, ja, ich habe tatsächlich weniger Haare auf dem Kopf. Natürlich, die sind länger geworden und so, ne? Aber so hier an meinem Wirbel, da entwirbelt sich das Ganze so langsam. Hier an meinen Seiten, das merke ich halt auch, wenn ich so meinen Bommel oben mache und so, ne? Dass hier meine Seiten schon etwas lichter werden. Und die Box richtet sich ja auch mehr so an die erwachsene Frau, wenn ich das mal so sagen darf. Und da kommt mir das sehr gelegen. Werde ich mir definitiv in die Haare geben und in einem Aufgebraucht-Video mal berichten, wie das so funktioniert hat. Nachdem ich geduscht habe, mache ich mir so oder so in die Längen halt immer so diese Express-Spülung und sowas rein, damit ich besser durch die Haare durchkämmen kann. Und dann kommt das hier in meinen Ansatz und dann wird das mal ausprobiert. Muss ich mal schauen, ne? Interessant. Wirklich interessant. Ne? So.
Dann haben wir hier das nächste, was ich für meinen Full Face Beauty Boxen verwenden kann. Den habe ich aber, glaube ich, schon. Von Banana Beauty, den Eyeliner. Das ist der Get In Line Baby. Echt? Basic Bitch. Ja, den habe ich. An den Namen kann man sich einfach erinnern, ne? Total klasse. Kommt dann auch ins Full-Face Beauty Boxen mit rein. Das ist ein Filz Eyeliner. Das finde ich eben so klasse. Der hat eine schöne, lange und präzise Spitze. Und ja, mega. Mag ich. Definitiv. Und ich weiß nicht, entweder habe ich den noch irgendwo oder ich habe den aufgebraucht. Ich weiß es wirklich nicht. Muss ich nachher mal gucken. Und ja, kriege ich jetzt auch nicht auf, ohne das Ding kaputt zu machen, weil ich den schon habe, ne? Wie gesagt, ein Filz Eyeliner. Und ich ziehe mir halt eigentlich immer einen Eyeliner. Heute habe ich mal so, weil ich mir schon Mascara drauf gemacht habe, als ich mit Mom shoppen war, ne, habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen mir einen kleinen Mini-Look gemacht. Und ja, damit ihr so ein bisschen was zu gucken habt, ne. Und ja, habe da jetzt nicht großen Eyeliner gemacht, weil durch das Wimpernserum, was ich verwende, das Grande Lash, gibt es bei Purish mit dem Code CLAUDISWELT15, sparst du 15%, ist ein Affiliate-Rabattcode, ne, steht auch in der Infobox. Habe ich einfach Probleme schon, wenn ich getuschte Wimpern habe, mir dann noch zusätzlichen Eyeliner zu ziehen, komme ich nicht mit klar. Deswegen habe ich das jetzt einfach versucht, einen Lidschatten zu machen und dann ist dieses rauchige Etwas dabei rumgekommen. Meine Herren, rede ich heute viel. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass hier ein Eyeliner drin ist, weil sowas verwende ich ständig. Okay, dann habe ich etwas von Lindsay. Save the Bees, sehr wichtig. Leute, wir müssen die Bienen beschützen. Unser zwei Häuser weiter Nachbar hat ein, der ist Hobbyimker und der hat einen Bienenstock bei sich auf dem Grundstück, ne? Und die fliegen immer zu uns, um halt am Teich zu trinken. Und dann sollte man halt auch, wenn man so einen Teich überhaupt hat, zusehen, dass man so eine Art Sandzone oder sowas hat, wo die Bienen sich halt hinsetzen können, um zu trinken und so. Und dann haben wir natürlich in der Einflugschneise auch unsere ganzen Beerensträucher und da sind Beeren dran, Leute. Der Wahnsinn, mein Rumtopf ist am Eskalieren, so geile Beeren sind da drin. Auf jeden Fall fliegen die dann immer bei uns zum Teich, trinken und fliegen weiter dann zum Wald. Und das ist einfach wichtig, wenn man so ein bisschen was für die Bienen tut. Wenn die Bienen nicht mehr da sind, dann ist niemand mehr da, der die Bäume und Sträucher und was nicht alle bestäubt. Und in Asien sieht man zum Beispiel bei diesen ganzen Kirschbäumen, dass teilweise die Menschen per Hand hingehen müssen, ohne Witz, und diese Bäume bestäuben müssen, weil ansonsten natürlich keine Kirschen kommen. Das ist hart, Leute, ne? Also nicht, wenn jetzt irgendwie eine Biene hier rumfliegt, da mit der Zeitung draufhauen, sondern vielleicht einfach mal in einem Glas fangen und sie nach draußen bringen. Oder wenn man irgendwo eine Biene findet, die halt sehr schwach ist, ihr einfach ein bisschen Zuckerwasser anbieten oder sowas. Also, ne, wir passen hier wirklich auf, auch wenn hier eine Biene ins Haus kommt, die bringen wir dann nach draußen, weil die hat sich dann ja einfach verirrt. Und wenn die Bienen bei uns am Teich sind und ich da am Unkrautzupfen bin oder sonst irgendwas, die stechen mich auch nicht. Die sind total freundlich. Und das ist super interessant, denen zuzuschauen, und ich rede schon wieder so viel. Okay, also, das ist die Sonderedition Save the Bees von Lindsay. Und das hier ist eine natürliche Hautschutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs und Avocadoöl. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr herzliche Geschichte. Und ich weiß nicht, hatte Lindsay Save the Bees mal irgendwann in den Händen? Ich weiß nicht, ob das diese Creme war oder ob die da auch andere Produkte aus der Reihe haben. Nee, die kommt mir sehr bekannt vor. Nee, als Handcreme hatte ich die schon mal, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Und das ist einfach eine ganz normale Pflegecreme. Und da ist halt auch Bienenwachs mit drin. Und ja, Bienenwachs ist ja auch gut für uns Menschen. Ja. Ne? So viel zur kleinen Naturansprache hier. So. Wir haben hier noch ein bisschen was drin. Einmal habe ich hier eine Hautanalyse. Das ist ein Hydration, Sebum und pH-Test von der Marke Soil. Und Soil Skincare stellt personalisierte Pflegepräparate her, wie steht das hier auf dieser Verpackung, die auf deine spezifischen Hautbedürfnisse angepasst werden. Finde mit unserem Abstrich-Set heraus, was deine Haut braucht. Gesunde und klare Haut durch pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Und da ist ein exklusiver Rabattcode auch mit drin enthalten und ein sofortiges Analyseergebnis und Rezeptur auf dein Handy. Also du machst es mit der App dann irgendwie. Das hatten wir schon mal, ich glaube, in der Pinkbox oder so mit drin. Auf jeden Fall ist das halt so ein Set, da wird dann quasi am Ende deine perfekte Gesichtscreme zusammengemischt, ne? Ist ganz interessant, habe ich ehrlich gesagt damals nicht gemacht, aber also ich habe in den Kommentaren, als ich das ausgepackt hatte, gelesen, oder war das in der Beauty Love the Natural Box? Doch, ich glaube in der ersten oder zweiten Beauty Love the Natural Box war das mit drin, ne? Genau. Und das ist halt interessant.
Ich persönlich bin aber wirklich ein Fan von der Gesichtscreme, die ich aktuell verwende von Beauty Mates, und die verwende ich schon eine ziemlich lange Zeit. Auch da ein Code, Claudis Welt, sparst du 20%, auch das ist ein Affiliate-Rabattcode. Egal, auf jeden Fall ist das interessant für Leute, die wirklich auf der Suche nach einer ganz, ganz neuen und wirklich personalisierten Gesichtspflege sind. Ne? Genau. So, dann schauen wir mal weiter, was hier noch so drin ist. Ich glaube, das hier ist das letzte Produkt hier drin. Genau, das ist auch interessant. Und zwar ist es von B-Skin Keep Food Fresher Longer. Fresh Longer, ein Bienenwachstuch. Und das ist abwaschbar. Wir haben hier die Größe M, 25 x 25 cm. Und das ist ein Produkt, das kannst du halt verwenden und zum Beispiel über eine Schüssel machen. Keine Ahnung, hast du irgendwie eine komisch eckige Schüssel oder so, wo du nicht einen passenden Deckel für hast, oder eine offene Gurke oder eine offene Ananas oder sonst irgendwas, dann nimmst du dieses Tuch hier raus, erwärmst es einfach mit deinen Händen und dann lässt sich das halt formen, wie halt Wachs, ist klar, ne? Und dann legst du das halt drum zu und dann bleibt es aber in Form. Und gerade wenn du es in den Kühlschrank packst, erkaltet das natürlich nochmal und dann zieht sich das zusammen ein bisschen und dann schützt es das Produkt, ne? Du brauchst aber keine Alufolie oder Frischhaltefolie oder sowas. Und du kannst es dann einfach, nachdem du es verwendet hast, mit Wasser abwaschen und dann weiterverwenden. Und hier steht drauf, dass du es bis zu einem Jahr verwenden kannst. Oder ein Jahr Garantie. B-Skin, ein Jahr Garantie. Die europäische Alternative zu Plastikfolie hält Lebensmittel länger frisch. Ne? Das finde ich toll. Ist wirklich eine gute Geschichte und passt jetzt auch echt in diese mega grüne Box mit rein. Und ich bin glücklich mit dieser Box. Ne? Die gibt so einen schönen, positiven Spirit mit und dieses ganze... Entweder bin ich einfach heute so mega gut drauf oder die Box ist so geil. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, falls ich hier gerade zu euphorisch reagiere. Ich bin aber auf jeden Fall gut gelaunt und finde, dass der Inhalt mega ist. 25 bis 30 Euro bezahlt man für die Box. Muss man sich wirklich in Erinnerung rufen und bekommt diese Produkte. Das ist immer wieder so ein krasser Wert und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie die Boxenpacker das schaffen, diese Boxen so zusammenzustellen und so ein Preis-Leistungs-Verhältnis zu geben. Hier haben sie es mal wieder hingekriegt, ne? Hat mir gut gefallen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, auch wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt und so weiter und so fort. Alles weitere in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!